Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 99 von The Witcher 3 Wild Hunt. Und ich habe mich doch umentschieden. Und zwar, wir haben im letzten Part ja die Karte des Barons da oder irgendeine Spezialkarte bekommen. Und das war die hier. Sigismund Karta, Discarta, keine Ahnung. Sigismund, keine Ahnung, was weiß ich wie. So, und die kann folgendes, das ist ein Spion. Das ist eine Spionkarte. Ja, und die gibt natürlich dem Gegner dann 4 Starke hinzu und wir können 2 Karten nachziehen. Ist nicht schlecht, aber wird uns jetzt nicht im nächsten Kampf direkt zum Sieger machen, schätze ich mal. Deswegen habe ich mich doch nicht entschlossen, das zu machen. Ich hätte ganz gern die Karten. War das nicht der Baron, der die Karten hatte? Von wegen, dass man da diese Einheiten pushen kann oder so. Diese komischen Hörner da, die fand ich richtig geil. Und ich habe mich jetzt entschieden, Besuch, also Einladung von Kara Metz, weil das eigentlich die einzige Quest ist, die so langsam unterstufig wird, behaupte ich mal. Wurde angegeben Stufe 6 und das sollte man vielleicht dann doch mal machen. Vor allem wartet die Gute dann doch schon lange. Und jo, vielleicht bringt es ja was. Gehen wir mal hier rein und sagen mal Hallöchen und gehen nicht hinten rein. Wäre vielleicht auch eine, vielleicht hat die ja eine Karte für mich. Achso, nee, das ist nicht hinten, das ist vorne. Jo, jetzt habe ich es nochmal verstanden. Ah, muss ich nochmal in das Portal da reinlaufen, oder was? Keine Ahnung. Da sind wir immer durch das Portal gereist zu ihr. Wozu hat er sie gebraucht? Verfluchte Viecher. Lieber stopfe ich sie mit Gift voll oder schlag sie zu Brei. Aber nein! Hast du gesehen, was er mit ihnen gemacht hat? Aha. Was geht's hier? Kara, was machst du? Geralt, hast du mich aber erschreckt. Aber nein, der Magier sagt, ich soll ihm Ratten bringen. Gesunde, keine, die die Katze anschleppt. Ist das die Lampe aus dem Versteck des Elfen? Und was war das mit den Ratten? Unwichtig, das erkläre ich später. Sag mir, wie komme ich zu dem Vergnügen? Du sagtest, du hättest eine Bitte an mich. Was willst du mit einer magischen Lampe? Ich würde dir gern was abkaufen. Hm, vielleicht hat ihr was Sinnvolles. Mal bevor wir irgendwas anderes mal mit dir besprechen. Dass die alte Hexe, die hier gelebt hat, einige interessante Dinge zurückgelassen hat? Das hat sie. Du willst wohl einen Blick darauf werfen. Jo, die coolsten Quintkarten. Wäre so eine Idee. Zeig mal. Och, was haben die für Schematas? Was ist denn jetzt kaputt? Sind das da unten alles Schematas oder permanente, nee, Pergamente? Was geht denn jetzt ab? Das sind alles Schematas. Kleiner, das kostet ja kaum. Soll ich die alle kaufen oder was? Große, Mordana, Runenstein, Plat, ja die ganzen Runenstein und da noch Zeug oder was? Manuskript, Bestienöl, schwarzes Blut. Was bringt das Rezept zum Herstellen eines Hexertrankes? Und hier Rezept zum Herstellen von Öl, Vampiröl. Jo, die Sachen kaufen wir auf jeden Fall. Das bringt mir definitiv direkt schon mal was. Jo, dann kaufen wir uns hier mal die Hütte voll. Was ist das hier? Rezept Quebrit. Aha, jo. Ich brauche Rezepte sehr dringend. Sogar sehr, sehr, sehr schön. Manuskriptseite Nordwind. Bomben, was? Zum Herstellen von Bomben, die bei Kontakt mit dem Ziel detonieren. Jo, brauchen wir auch. Jo, geben wir mal ein bisschen Geld aus. Warum nicht? Was hat's denn da unten noch? In so ein Gift oder was ist das da? Trank der Leerung. Alle investierten Fertigkeitspunkte werden zurückgesetzt, den verfügbaren Punkten hinzugefügt und können erneut eingesetzt werden. Ah, da haben wir das Ding also auch mal gefunden. Ein Trank der Leerung. Okay, können wir also hier bei Kara Metz erwerben. Einfrieren, vergiften, betäuben. Ich guck mal nur ganz kurz durch, was das da ist. A-Zeichen-Intensität. Kleine Glyphe der Durchdringung. Angriffskraft. Plus 5% großer Scherno-Bock-Runenstein. Ich glaube, das Ding könnte man schon mal kaufen. Warum nicht? Dann wissen wir zumindest mal, wie man so große Rüstungsdurchbohrung. Oh, das ist natürlich jetzt schwierig. Warum hat die so viele Sachen da? Hirten-Zeichen-Intensität. 10%. Ja, die hat da all möglicher Kram, wo man bei der kaufen kann. Ich könnte natürlich jetzt mal ordentlich Gold ausgeben, so ist es nicht. Ich könnte die ganzen kleinen Dinge jetzt einfach mal nicht kaufen, die wichtigsten großen für mich. Da habe ich zwar keine Kohle mehr, aber warum nicht? So, Gwen ist jetzt Schutzzauber, den ich als mal mache. Da können wir schon mal die Glyphe herstellen. Das wäre schon mal ganz cool.
wie man das, dass man das wissen. Also bauen wir, kaufen wir das Ding mal. Axi könnte auch mal wichtig werden. Weiß ich aber nicht, brauche ich jetzt nicht dringend. Adrin, dann war hier irgendwas noch mit Angriff, habe ich gesehen. 5% Angriffskraft. Kostet auch 400, kaufen wir. Hat es sonst noch irgendwas? Glyphe der Durchdringung interessiert mich jetzt nicht so wirklich im ersten Moment. Auch wenn ich nicht weiß, was es so wirklich bringt. Also eine kleine Glyphe der Durchdringung. Taumeln, Angriffskraft, die kleine Variante. Das sind alles die kleinen Dinger. Da hoffe ich einfach noch, dass wir die so im Spielverlauf finden. Das ist jetzt so meine Theorie davon. Ja, und wenn, dann müssen wir die großen Sachen kaufen. Weil die finden wir vielleicht jetzt nicht so ganz mal direkt irgendwas. Kleiner Runenstein. Ja, was weiß ich. Große Artglyphe, Jürtenglyphe. Ah, das sind direkt schon die 5% Dinger. Und hier sind dann die 10%igen. Da ist die 10%ige Axi-Glyphe. Bringt mich aber jetzt, nee, die mag ich nicht. Nee, wenn, dann wäre es so, nee, das sind auch die Zeichen. Also wenn, dann geht es hier noch weiter. Adrenalin, Zeichen, Intensität generell. Oh, das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn alle Zeichen so hoch gehen. Kaufen wir die auch mal. Rüstungsdurchbohrung. Naja, und jetzt kommen die ganzen 5%er Chancen da auf Einfrieren und Vergiften. Ja, das interessiert mich jetzt mal nicht. Also reicht das so. Und was hat sie da oben im Angebot? Das sind wahrscheinlich dann genau die Dinger. Ja, genau. Sind schon coole Dinger dabei. Sehen cool aus. Naja, gut, alles klar. Dann bin ich da total begeistert. Vielen Dank. Bestienöl. Ja, jetzt bekommen wir da einiges zusammen. Aber ich lese mal hier, oder fragst du mal weiter, was willst du mit der magischen Lampe? Warum wolltest du die Lampe? Du hast gerade gesehen, warum. Um mit verlorenen Seelen zu kommunizieren. Ich wusste nicht, dass du dich für diese Art Magie interessierst. Hast du ein Problem damit? Warum hat der Elf dir die Lampe versprochen? Es war ein Handel. Er brauchte mächtige Magie und hat geahnt, dass ich mehr kann als Warzen wegzaubern. Ich braute ihm einen Trank, um den Abbau von Nervengewebe zu verzögern, Amnesie zu verhindern und derlei. Für wen war der Trank gedacht? Das hat er nicht gesagt. Ich wette, du kannst dir die Frage denken. Was machst du hier? Lass mich nachdenken. Das Landleben genießen? Die schöne Landschaft bewundern? Naja, die Frage kennen wir schon, das hat sie. Nicht, Geralt. Merkst du nicht, wie es um die Welt bestellt? Ja, das hat sie uns mal gesagt. Genau das meine ich. Den Dialog kennen wir schon. Zurück zum Thema. Zu einem anderen Thema. Ja, und dann kam noch die Frage Zauberin der Loge. Ne, das interessiert, oder Loge. Interessiert mich nicht. Ja. Du sagtest, du wolltest etwas von mir. So ist es. Nach wie vor. Die verfluchte Insel im Sturmsee. Du hast sicher von ihr gehört. Die Bauern hier reden ständig darüber, über die Geister, die dort hausen. Sie sagen, wer dorthin geht, kehrt nicht zurück. Was für ein Fluch ist das? Das weiß ich nicht. Ich muss diesen Zauber brechen, aber habe seinen Ursprung noch nicht gefunden. Du musst doch etwas wissen. Ein bisschen. Der Fluch hängt irgendwie mit dem Turm zusammen, in dem Viserat, der Herr über dieses Land, beim Angriff durch Nilfgaard Unterschlupf fand. Im Dorf sagen sie, ein paar verzweifelte Bauern segelten zu der Reuseninsel, wollten um Essen betteln, doch es kam zu einem Massaker. Würdest du mir also bitte helfen, den Fluch zu brechen? Du kennst dich doch mit sowas aus. Ich würde dir helfen. Warum willst du den Fluch brechen? Wizard hat die Bauern umgebracht. Warum bist du so versessen darauf? Bin ich doch gar nicht. Die Bauern sind es. Die Insel, gute Frau, du musst den Fluch brechen. Du bist eine gute Hexe, so mächtig. Immer dasselbe. Weißt du, ich dachte, du scherst dich nicht um die Leute hier. Du mächtige Hexe. Wenn ich's nicht schaffe, bin ich in ihren Augen nicht mehr mächtig. Sie werden nicht mehr riskieren wollen, am Galgen zu landen, um mich zu verstecken. Also geht es nur darum, was andere denken? Deinen Ruf? Der Punkt ist, hör zu, ich bin nicht in die Wildnis geflohen, um mich fangen zu lassen, weil irgendein Trottel mit dreckigen Fingernägeln sich über mich aufregt. Also die Bauern, die zu der Insel gefahren sind. Hat dieser Herrscher sie umgebracht? Im Dorf wird gemunkelt, er hätte sie vergiftet.
Ein wahrer Ehrenmann. Mhm. Ich habe ihn nie getroffen, aber er schien kein grausamer Mann zu sein, nach dem, was mir der Magier von der Insel erzählt hat. Ein Magier lebte auf der Insel? Kennst du ihn? Wo ist er jetzt? Wir waren befreundet. Leider ist er auch an dem Tag gestorben. Nur wenige haben überlebt. Und diejenigen, die von der Insel fliehen konnten, starben bald darauf qualvoll. Sie scheinen aber nicht vergiftet worden zu sein. Mhm. Schon gut, ich helfe dir. Ich wusste, du könntest nicht Nein sagen. Natürlich musst du zur Reuseninsel segeln. Na schön. Und dann? Nun, die Geister auf der Insel. Du müsstest mit ihnen irgendwie in Verbindung treten. Vielleicht können sie uns zeigen, woher der Fluch stammt. Meinst du, sie haben Lust auf ein Schwätzchen? Natürlich. Wenn du meine magische Lampe dabei hast, du kannst sie danach gern behalten, zum Dank. Wirst sie sicher gut gebrauchen können. Diese magische Lampe, wie funktioniert sie? Warum kommst du nicht mit? Kannst du nicht einfach mitkommen? Ich hab mal versucht, zur Insel zu fahren. Dachte, mein Kopf würde zerspringen, so stark war der Fluch. Reizend, dass du mich dorthin schickst. Ich bekam Nasenbluten. Bei dir wird höchstens dein Medaillon zucken. In der Aretusa habe ich gelernt, selbst die kleinsten magischen Regungen zu erkennen. Das hier hat sich dagegen wie ein Dreschflegel angefühlt. Interessant. Ich dachte ja, du stehst auf sowas. Nimm mein Boot. Es liegt am Ufer, nicht weit vom Dorf. Es müsste intakt sein. Wenn der Moder nicht zugeschlagen hat, wie bei fast allem hier. Wie funktioniert die Lampe eigentlich? Ich meine, muss ich sie reiben oder irgendwas Magisches tun? Reiben kannst du dir sparen. Stell sie einfach dort ab, wo du Knochen findest und ein Gewisper hörst. Sei gewarnt. Es gibt gewiss angenehmere Dinge. Hab ich mir schon gedacht. Ich erzähl's dir später. Vielleicht lasse ich das Schlimmste weg. Das kannst du dir sparen. Ich gebe dir einen Xenogloss. Damit können wir uns über weite Entfernungen verständigen. Du beschreibst einfach, was du siehst, und ich sage dir, wonach du suchen sollst. Dann auf zur Reuseninsel. Xenogloss, nie davon gehört. Und wo hast du diesen Xenogloss her? Hab ihn in der Mine gefunden, zusammen mit der Lampe. Hielt ihn zuerst für einen Teil der Lampe. Hab erst später gemerkt, was es ist. Meinst du, er gehörte dem Elfenmagier? Ganz sicher. Aber ich hab nicht gewusst, dass die Elfen sowas benutzen. Sollte ich noch etwas wissen, bevor ich gehe? Nein, das wäre alles. So, jetzt geh schon. Ich bin so gespannt, was du auf der Reuseninsel findest. Komm hinterher unbedingt bei mir vorbei. Und Geralt? Hm? Danke. Questgegenstände. Du hast einen neuen Questgegenstand erhalten. Bereite ihn auf den Einsatz vor, indem du ihn im Inventar an der richtigen Stelle platzierst und dann im Schnellzugriff auswählst, in RB zu drücken. Ja, so ist das. War das nicht schon mal so irgendwie Inventar? Nö, der hat es ja eh automatisch ausgewählt. Da unten ist doch schon irgendwas. Da unten rechts, unter der Fackel. Ist das nicht die Nummer? Magische Lampe. Geister zu hören und zu sehen. Jo, gut, alles klar. Achso, ich muss dann hier auswählen. Und dann R. Ach genau, da hatten wir mal die, ach geil, sieht cool aus, oder? Mit dem Grün da. So, und unten wäre ein Boot. Unten am, wo? Im Dorf? Ne, unten am Ufer. Hat sie gemeint. Weltkarte, jo, genau. Wo könnt ihr, meinst du das Ding hier, oder was? Wo müssen wir überhaupt hin? Wo muss ich hin? Fragezeichen. Hä? Bin ich bescheuert? Oh, das ist immer so schlecht gemacht. Das müsste hier auf der Karte auch zu sehen sein, wo man da hin muss. Das wäre mal gut. Da muss ich nicht da rumrätseln, wo das jetzt ist. Keine Ahnung. Aber die einzige Insel ist doch das da unten. Das Ding hier, oder? Das sieht aus wie eine Reuseninsel. Nicht? Oh, was weiß ich. Achso, der hat die falsche Quest wieder markiert. Oh. Ah, nee. Ich will das hier machen. Ein Turm voller Ratten. Ein schrecklicher Fluch. Genau.
Das ist die Quest, die wir auch gerade bekommen haben. Und jetzt gucken wir nochmal auf die Questkarte. Und da würde ich doch fast tippen, ist es der... Hä? Nee? Ah, da sollen wir hin zum Boot, oder was? Genau, dann machen wir das doch. Sehr, sehr schön. Passt doch. Also, weil er das jetzt rausgeholt hat, ist er so langsam. Nee, wollen wir natürlich nicht. Hase. Hase, stirb. Oh, nee. Oh, jetzt schaffe ich schon nicht mehr Hasen. Jetzt ist ganz vorbei. Da ist er nochmal. Neuer Hase. Oh. Hallo. Oh, nee. Der epische Kampf. Wie wird er enden? Oh, nee, ich kann nämlich jetzt. Hase, ich schneide dir den Weg ab. So, jetzt geht's aber. Also nur ein bisschen näher ran, dann sind auch Hasen keine Probleme. Oder kein Problem. Hoi. So, wo wollen wir hin? Wir wollen zu unserem Bötchen. Komm, jetzt laufe ich den kürzeren Weg. Warum vibriert gerade alles? Bin ich da gerade an irgendwas Wichtigem vorbeigelaufen? Irgendwas hat gerade ganz stark vibriert. So, wo ist dann jetzt das Boot da? Das dürfte wahrscheinlich da unten sein, am Weg oder so. Genau. Sehr geil. Ist hier noch irgendwas? Wahrscheinlich nochmal Hasen oder so. Oh, Moment mal. Da hängt einer ganz locker rum. Unter Abhängen verstehe ich was anderes. So, und jetzt machen wir zum ersten Mal unsere Segelsteuerung. Bin ich auch mal gespannt. So, wie kann ich jetzt hier drauf? Pferd rufen. Nee, will ich eigentlich nicht. Schnell schwimmen auch nicht. Ich will hier drauf. Ah, ach so, mit B, logischerweise, klar. So, und jetzt muss ich da hinten hin wahrscheinlich, ans Ruder. Steuer übernehmen. In der Hexerwelt mit ihren Flüssen, Ozeanen und großen Bergseen gibt es zahlreiche Gegenden, die man weder zu Fuß noch zu Pferd erreichen kann. Man muss vielmehr schwimmen oder segeln. Halte an Stränden und Orten, die mit dem Hafensymbol, Anker markiert sind, nach Booten Ausschau. Vorsicht, wenn dein Boot auf Felsen oder andere Hindernisse aufläuft, nimmt es Schaden und kann auch sinken. Geil. So, segeln. Achso, und jetzt einfach nach vorne und dann Vollspeed. A halten und da gibt er mehr Gas. So, und wo sollen wir jetzt hin? Ah, genau. Zeigt er mal ja an. Eine ganz gemütliche Segeltour. Ui. Ein bisschen rechts, ein bisschen links. Irgendwas hat er mal da angezeigt. Warum? Ah, Feinde. Echt? Dürfte ja eigentlich keine Gefahr sein. Sind das Ertrunkene? Kommen die dann ins Wasser oder so? Nö, oder? Geben wir einfach mal Gas. Schnellreisen. Du kannst schnell reisen, während du dich auf einem Boot befindest. Jedoch nur an Orte, die du auf deinem Wasserweg, die auf deinem Wasserweg erreichbar sind. Um mit Boot schnell zu reisen, öffnest du die Weltkarte und kannst dann an so ein Ruderding. Während du dich am Ruder befindest, ja gut, alles klar, das haben wir ja eigentlich gemacht. Also Schnellreise, da müssen wir nicht da rumpaddeln. Kann ich also direkt hier hin, oder was? Kann ich das jetzt richtig verstanden? Nee, irgendwie nicht. Dahin? Hä? Ich denke, das müsste jetzt gehen. Muss ich irgendwas drücken? Habe ich es jetzt doch verpeilt? Hä, es soll doch so gehen. Oder waren das nur Orte, die ich schon erreist habe, schon mal erreist habe? Kann ja nicht sein, oder? Bereist habe, logischerweise. Achso, nee, nur Orte mit einem Anker-Symbol. Nicht so ein Hafensymbol. Gut, wo ist so ein Anker-Symbol? Ist die andere Frage. Ah, hier. Da kann ich jetzt schnell reisen. Ah, okay. Und hierhin nicht. Okay, da habe ich das Gott sei Dank auch noch gerafft und nicht jetzt noch vercheckt. So, und dann würde ich sagen, reisen wir da ganz gemütlich hin. Ist ja total easy. Und da brettere ich einfach mal voll aufs Land drauf. Gucke, ob das geht. Geralt, hörst du mich? Ist alles in Ordnung? Wo bist du? Bin fast da. Wunderbar. Ich melde mich bald wieder bei dir. Okay, dein Boot ist beschädigt. Bei zu großem Schaden sinkt das Boot. Gut, alles klar. Und aussteigen, Geralt? Nee. Hörst du mich? Ist alles in Ordnung? Jo. Bin fast da. Wir sind da. Ich melde mich bald wieder bei dir. Jo. Weggelaufen vom Telefon, oder was? Gut, dass wir bei der magischen Lampe noch ein Funkgerät dabei hatten. Jo, nee, dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle hier weiter. Dann laufe ich mal da hinten hin, ein Turm voller Ratten, machen wir das dann. Und dann bin ich mal gespannt, wie es weit... Oh, das war Kiras Boot. Sorry, Kira, ich habe dein Boot beschädigt. Jo, und dann machen wir im nächsten Part an der Stelle hier weiter. Ich freue mich tierisch drauf und sage bis dann, habt einen schönen Tag. Ciao.